Darren Sean ist ein Spezialist für Spinnen. Octavia heißt seine Lieblingsspinne und mit ihr treibt er allerhand seltsame Spiele. Er dressiert sie, bis sie allerdings den besten Freund von Darren Sean, Steve, beißt. Und was dann alles passiert, wird sehr spannend erzählt. So spannend, dass Joan K. Rowling, die Erfinderin von Harry Potter, dieses Buch sehr gelobt hat. Speziell für Darren Sean wurde 2002 in Deutschland ein neuer Verlag gegründet. Die Verlagsgruppe Drömer Knauer hatte den Verlag der Vampire ins Leben gerufen, weil diese Serie in keines der vorhandenen Drömer-Programme gepasst hätte. Seid ihr Jungs schon 21? Sagt ja. Ja. Dann tretet ein. Die Vorstellung fängt gleich an. Willkommen im Mitternachtszirkus. Das ist krass. Danke sehr, Ladies und Gentlemen. Wir haben das Glück, dass Patricia Kessler, Pressereferentin Drömer Knauer, hier heute bei uns ist, bei Hugendubel am Marienplatz in München. Frau Kessler, was glauben Sie, was ist das Besondere an Darren Sean? Warum ist der jetzt so erfolgreich? Das Besondere ist einfach die Charaktere. Also die haben Humor, die sind vor allem authentisch. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie sozusagen so genannten Liebhabern verkommen, sondern wie jetzt in anderen Serien, in anderen Büchern, sondern Das sind tatsächlich noch Vampire mit Biss. Kaufen das mehr Jungs oder mehr Mädchen? Das ist ganz unterschiedlich. Also ja? Wenn ich so sehen würde, würde ich fast sagen, auf Anhieb, es wäre ein Jungsbuch, ja? Aber es lesen Mädels wie Jungs. Es kommt ja jetzt mit der Nachtzirkus 2 bei uns schon raus, Da sind dann die nächsten drei Bände und dann Geht es noch ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir rüber zu Tim, der hat das Buch nämlich schon gelesen und ist ganz begeistert und er erklärt uns, warum er Darren Sean so toll findet. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du Ara Sels zum Kampf herausgefordert hast, sagte Mr. Crabsley kopfschüttelnd. Er zog mich schon die ganze Zeit damit auf, dass ich so größenwahnsinnig gewesen war, mich mit der Vampirin anzulegen, aber aus seinem Spott hörte ich heraus, dass er insgeheim doch stolz auf mich war. Nun ja, die meisten Vampire sind schrecklich stur. Ein Zeichen dafür, dass du allmählich dazulernst. Jetzt zieh dich aber endlich an. Tim, Vampire sind schrecklich stur, kann sein, aber warum sind sie so erfolgreich? Es gibt so viele neue Bücher zu Vampiren, mit Vampirthemen. Hast du da irgendeine Begründung? Viele Leute wollen wahrscheinlich so leben wie Vampire und dann mögen sie das. Vampire sind eigentlich frei und können machen, was sie wollen und haben kein Gesetz oder so, wo sie sich dran halten müssen. Tim, ganz vielen Dank fürs Lesen. Bitte. Und bis bald. Tschüss. Ciao. Isabella Merck, wir stehen hier vor einem Regal, das heißt Vampire. Seit wann gibt es dieses Regal bei Ihnen? Also wir haben das Regal tatsächlich seit einem Jahr hier für alle unsere Twilight-Leser wegen großer Nachfrage eingerichtet. Ist Darren Sean ein interessanter Nachfolger zu Twilight? Darren Sean ist auf jeden Fall ein interessanter Nachfolger. Ja. Es gibt da nämlich auch durchaus die Bewegung bei Jungs, die wirklich auch diese romantischen Vampirbücher lesen wie Twilight, aber jetzt natürlich sehr glücklich sind, einen Darren Sean zu haben, der wesentlich actionreicher ist. Ja. Vom Insider-Tipp zum Bestseller, Isabella Merck, ganz herzlichen Dank zu Ihren Ausführungen zum Thema Vampire. Da gibt es sicher noch sehr viel zu berichten, auch in nächster Zeit.